Was habt ihr mir denn noch so geschickt? Da war noch ein Fußballding. 20 unvergessene Eigentore. Oh, da ist bestimmt Pieplitzer dabei. Da ist bestimmt Pieplitzer dabei. Ich war doch Pieplitzer, oder Basti? Der den Ball auf den Kopf gekriegt hat und dann ins eigene Tor. Aber das wurde. Aber das wurde ja in dieser EM wurde das ja nochmal getoppt. Von dem, welcher Torwart war es gewesen, der sich den Ball reingefaustet hat. Hatten wir ja diese WM auch, diese EM auch gehabt, Mann. Herrlich. Warte, einmal Pause kurz. Tomislav Pieplitzer, Legende der Typ. Legende. Wo hat er gespielt? Energie Cottbus, glaube ich. Der hat so viele von diesen Aktionen gebracht, aber der Typ war einfach Kult, Mann. Der Typ war Kult. Tomislav Pieplitzer, der war richtig geil. Aber dafür hat er auch so viele Unhaltbare gehalten. Aber für einen Durchbruch hat es halt wirklich nie so gereicht. Naja. Ja, Cottbus, genau. Also, wir gucken jetzt hier einmal. Warte mal ganz kurz, sieht ein bisschen doof aus. Wir gucken hier einmal 20 unvergessene Eigentore im Fußball von RZA? Also RZA? Egal, wir gehen einmal rein hier. Gucken, ob wir was zu lachen haben. Lang geht denn das Video? 4 Minuten. Gott, Mann. Das ist doch Ulreich, oder? Oder wie er heißt? Oder das ist nicht Oliver, nicht Dings Manuel Neuer. Das ist Manuel Neuer? Doch, das ist Neuer. Das war Neuer einfach. Ey, der Ball ist so langsam gerollt. Er hätte noch hinterherrennen können, um den noch zu halten eigentlich, Mann. Was ist denn bei ihm los? Ja, okay, vielleicht hätte er es nicht geschafft, aber er hat es nicht mal probiert. Sowas gab es auch schon mal. Und er dachte, er hat den Ball am Fuß, aber der Ball, der war einfach schon lange weg gewesen, Mann. Er hat noch so versucht, Tricks zu machen in der Luft mit dem Fuß. Und der Ball war einfach nicht mehr da. Guck mal, er kämpft aber. Er frisst noch mal Gras, Mann. So hätte ich es mir auch von dem anderen gewünscht. Was zum Teufel denkt er sich dabei? Was zum Teufel denkt er sich dabei? Er hat Hände. Er hat Hände. Jeder, der kein Fußball spielt, hätte diesen Ball gehalten, Mann. Der Ball kommt runter und der guckt, was überlegt er denn? Was zum Teufel überlegt er sich in dieser Situation einfach? Oha! Das war aber ein schönes Eigentor, Mann. Genau das ist dem nochmal passiert. Ja, aber von der anderen Seite, soweit ich weiß, ne? Das war von der anderen Seite eine Flanke oder sowas. Und da hat er genauso geguckt und zack, war das Ding auf einmal im Tor drin. Was geht dem in den Kopf vor? Also würde ich so ein Fußballvideo auf YouTube da hochladen, ich würde ihm dieses Windows-Ladeding in den Kopf machen einfach, ne? So, er guckt sich 30, ja, 30 Sekunden nicht, aber er guckt sich 3, 4 Sekunden den Ball an, wie er runterkommt, er fällt auf den Kopf. Okay, Servus, Sven, sei gegrüßt. Oh. Basti, erinnert dich dieses Tor an irgendwas? So gestern Abend?
Ihr müsst wissen, der Basti hat eine spanische Ader, deshalb gerade dieser Hinweis. Wie? Wenn der den so machen will im Training, trifft der von 10 vielleicht ein oder gar keinen. Und dann im Spiel sowas, Mann. Im Spiel. Boah, diese Musik ist schrecklich, ne? Er hat aber auch vorher nochmal schön geguckt. Torwart ausgeguckt. Also in Stürmermanier hat er das perfekt gemacht, wie er nochmal vorher hochguckt, wo der Torwart ist. Sieht, Torwart ist so weit draußen. Ich weiß nicht, waren damals Wetten noch erlaubt? Also waren damals Wetten erlaubt? Sieht schon sehr kurios aus. Guck mal, wie auch noch. Was ein Typ, Mann. Hey, yo, Bro, geh weg. Ich mach den dir rein. Du kriegst ja nicht mal einen Elfer rein. Ja, schönes Hackentor. Ach, der Arme. Der eine schlägt eine Kerze. Okay, kann passieren. Der zweite versucht per Seitfallzieher den Ball rauszuhauen. Trifft den Ball nicht richtig. Okay, kann passieren. Aber ein dritter, der Torwart. Ist auch schon öfter passiert. Es war der Wind, das kenne ich. Oh Mann, ey. Oh Mann. So. So. Dann gucken wir nochmal hier. Tom, Mislav, Pieplitzer. Best of hat der Basti sich gewünscht. Gucken wir auch mal rein. So, okay, komm. Welches meinst du denn? Das erste oder was? Welches Video hättest du denn gern? Weil hier gibt es kein so ein richtiges Best-of. Ich denke mal das hier, oder? Das erste? Okay. Hat das keinen Ton? Doch.
boxt einfach daneben, kriegt den Ball in die Fresse und dann geht er ins eigene Tor. Oh mein Gott. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und alle Spieler stehen hinter mir und Trainer und Fans und das ist für mich eine gute Sache. Ja, weil Cottbus keinen anderen Keeper hatte, Mann. Die hatten keinen anderen Keeper außer dir.